Bei dem Thai- und Kickboxverein Muay Thai am Franzosenfriedhof in Koblenz fand vergangene Woche ein Trainingsseminar auf Weltmeisterniveau statt. Unter den Augen von Buddha und Ganesh demonstrierte der Ex-Weltmeister im Thai-Boxen Stefan Fox seine Kampfkunst einem äußerst interessierten und aktiven Publikum. Nach einem intensiven Basisprogramm zeigte der Thai-Box-Trainer, der in Thailand und Australien Thai-Box-Schulen betreibt, die Techniken, die ihn 1993 zum Weltmeister machten. Wohl selten hatte ein Lehrer eine solch ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Schüler. Überhaupt zeichnet ein hohes Maß an Disziplin, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft die Mitglieder dieses Vereins aus. Hierzu Pekko Diede. Sehr leistungsbezogener Sport, Hochleistungssport, bei dem man sehr diszipliniert arbeiten muss an sich. Und bis dato ist mir noch keiner, der hier irgendwie diesen Sport missbraucht oder für die Straße trainiert oder wie auch immer, haben wir hier noch nie. Und so Leute möchten wir auch nicht in unserem Verein haben. Nach und nach steigerte sich das Tempo. Die Techniken wurden kompakter und die sagenhafte Schnelligkeit von Stefan Fox trugen dazu bei, dass es eine beeindruckende Demonstration der Kunst des Thai-Boxens wurde. Wie Stefan Fox zum Thai-Boxen kam und warum er im Ausland trainiert, erklärte der Weltmeister. Also ich hatte einen langen Weg vor mir. Ich habe Muay Thai angefangen vor ungefähr 20 Jahren oder so. Und die Trainingsbedingungen in Deutschland waren sehr schlecht. Erstes Mal war es hier zu kalt im Winter, da gehen 4 Monate verloren. Und deshalb bin ich eigentlich nach Australien ausgewandert, weil in Australien Muay Thai ist sehr stark. Und ich habe dort trainiert und habe auch immer noch eine Schule in Australien. Und dann viel in Thailand gekämpft über die Jahre. Und dann, nachdem ich mich verabschiedet habe als Weltmeister des Sports, hat der World Muay Thai Council, die thailändische Regierung, mich gefragt, ob ich bei ihnen anfangen zu arbeiten will, weil ich viel Connection hatte zu der Welt. Und so bin ich halt dort geblieben und arbeite immer noch für den WMC. Und auch die jungen Damen des Vereins fanden Gefallen an dem Seminar und standen ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Im separaten Ring trainierten die Fortgeschrittenen sowie der Vereinstrainer von Muay Thai, Pekko Diede. Zur Situation des Thai-Boxens in Rheinland-Pfalz meinte er. Gut, würde ich sagen. So langsam boomt der Sport. Die Leute bringen die Anerkennung, die uns eigentlich auch, denke ich mal, zusteht. Ja. Ist ein Leistungssport, sehr leistungsbezogen und wie gesagt, der boomt, ist jetzt momentan sehr präsent in Pressemedien, DSF, Eurosport. Ja, und wir wollen hoffen, dass es so weitergeht. Und damit dieser interessante Abend noch lange in Erinnerung bleibt, gab es für jeden der Seminarteilnehmer noch eine von Stefan Fox unterschriebene Urkunde. Und welchen Eindruck hatte der Weltmeister von dem Abend? Der Standard in Muay Thai in Deutschland wird immer besser, was super ist. Und hier ist ein super Gym und sieht man auch an den Instruktoren, an den Ausbildern hier. Die kommen auch nach Thailand, um sich weiterzubilden. Also war ein guter Abend, super. Weitere Infos über das Kickboxen finden Sie unter www.muaythaikoblenz.de.